Also in dem Workshop über kulturelle Teilhabe, das heißt, in dem die Frage gestellt wurde, ist die Oper nur etwas für Reiche, nämlich eingeladen war als Referent, war eine der wesentlichen Thesen für mich, dass die Entwicklung der Vermittlungsarbeit im Musiktheater als ästhetische Bildungsarbeit und als ästhetischer Bildungsprozess einer der wesentlichen Punkte, dass die Erweiterung der Institution Oper über die inhaltliche Arbeit hin in weitere Kreise der Bevölkerung jenseits einer klassischen Besucherschicht, einer klassischer Besucherkreise, sich neu formiert hat, bereits Mitte der 90er Jahre mit einem Engagement der Staatsoper Stuttgart unter der Leitung von Klaus Zehlein, die sich dann in den letzten 16 Jahren fortgesetzt hat in der ganzen Bundesrepublik durch die Gründung neuer junger Opern, durch die Gründung eines europäischen Netzwerkes Resio, in der sich die Häuser im Rahmen ihrer Bildungsprojekte und sogenannter Outreach-Projekte untereinander austauschen, untereinander verständigen, voneinander lernen, was, denke ich, auch grundsätzlich ein Ziel ist, in der Frage, wie es weitergehen kann. Im Moment findet diese Bildungs- und Weiterbildungsarbeit auf der Musiktheaterebene statt. Es gibt neben dem europäischen Netzwerk auch ein deutsches Netzwerk der Häuser, regelmäßige Konferenzen und Treffen. Und die Zielrichtung dieser Arbeit geht dahin, die Öffnung der Oper in breitere gesellschaftliche Kreise. Ich denke, ein Indiz, dass das funktioniert, war, dass bei der aktuell im Oktober stattgefundenen Verleihung des Deutschen Theaterpreises der Faust, eine Kategorie für Kinder- und Jugendtheater und Kinder- und Jugendmusiktheater speziell geschaffen worden war und die musiktheatrale Adaption von Fatih Akins Film Gegen die Wand als Musiktheater für Jugendliche ausgezeichnet wurde mit dem Preis. Das, finde ich, ist ein Beleg dafür, dass eine Arbeit jenseits eines elitären Repräsentationsgeschehens bewusst geworden ist als Arbeit in der Mitte der Gesellschaft, jenseits eines elitären Anspruchs, und dass die Kunst als Sprache vieler Generationen verständlich geworden ist und in den Häusern Anstrengungen gemacht werden, die natürlich zu tun haben mit einer Finanzierung dieser Häuser. Deshalb wäre für mich auch der Punkt ein wesentlicher, eine Verschränkung der Bildungsarbeit im Hinblick auf Curriculumentwicklung, Curriculumgestaltung mit der Arbeit an den Theatern und an den Opernhäusern, dass es hier eine Erweiterung der Ressourcen geben müsste, um diese Arbeit auch noch weiter intensivieren zu können. Ja, das war ja schon mal wunderbar viel. Ich bin ja der Haushaltspolitiker, insoweit kann ich also zu den Inhalten wenig sagen. Aber wir hatten ja die Oper nicht nur als Oper, sondern auch als Synonym für die Hochkultur. Ist die Hochkultur nur etwas für Reiche? Müssen wir Schwellen abbauen in diesem Bereich? Ich glaube, die eine Schwelle, die es abzubauen gilt und die auch die Legitimität überhaupt von Oper, die allgemein in der Bevölkerung nicht so sonderlich in Zweifel gestellt wird, die man aber aus finanziellen Gründen in Zweifel ziehen könnte, diese Legitimität hängt ja auch daran, dass sich Oper in die Moderne übersetzt, dass sich Musiktheater modern und als Kunstform ständig weiterentwickelt und Antworten auf die heutigen Fragen gibt. Und da ist ja dieses Beispiel von Gegen die Wand, also wie man mit heutigen Themen das weiterentwickelt, ein sehr schönes. Wir haben, was die Schwellenängste selber angeht, aber auch festgestellt, dass es nicht in erster Linie das Geld der Nachfragerinnen und Nachfrager ist. Auch das ist der Fall, manchen ist auch 10 Euro oder 15 Euro ermäßigt zu viel oder auch 30 Euro bei den Staatstheatern oder Ähnlichem, wenn es relativ teuer für die ermäßigten Plätze wird. Man muss sowas wie Kulturpässe natürlich erweitern, dieses Prinzip, dass man, wenn man das Geld nicht hat, trotzdem in den Genuss kommen kann. Aber wir glauben, dass die Schwellen weniger bei dem Geld für die Nachfrage liegt, sondern eher darin, wie groß sind die Freiräume in der Pädagogik, um Menschen dahin zu führen.
Und auch das kostet letztendlich Geld, weil es kostet die Entscheidung, Studien, beispielsweise die Studien für Lehrer entsprechend auszurichten, dass die in Musik, in Kunst stärker gebildet sind, dass sie darauf zugehen. Man braucht die Freiräume im Curricula. Also auch hier ist natürlich mit Geld letztendlich das zu unterlegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das, was so auf den ersten Blick wirkt, die Leute gehen deswegen nicht in die Oper, weil es ihnen zu teuer ist. Ein Fußballspiel, das war ein relativ gern geübtes Beispiel, eben unsere Diskussion, ein Fußballspiel ist teurer und trotzdem gehen die, auch die wenig haben, da regelmäßig hin. Also es liegt nicht nur daran, sondern die Schwellen liegen woanders, sie sind in Bildung, da muss man hinführen, sie liegen in Migration und ähnlichen Dingen. Kann ich noch einen Punkt ergänzen? Wir hatten noch erwähnt, ein einzurichtender Studiengang zur weiteren Qualifikation für Leute in der Vermittlungsarbeit für Kinder- und Jugendmusiktheater, im Musiktheater als ästhetischer Bildungsprozess an der Bayerischen Theaterakademie in München, ist bereits modularisiert, liegt vor als Entwurf beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Wann er eingerichtet werden wird, ist die Frage. Ich denke, dass bei den vielen Diskussionen, die im Moment geführt werden, es eigentlich an der Zeit wäre, hier einen Gang höher zu schalten und mehr zu tun, um diese Aufgaben in der Vermittlungsarbeit weiter zu professionalisieren. Ein letzter Satz dazu, wenn man in die Nachbarländer schaut, sei es Baden-Württemberg, sei es Österreich, sei es wer auch immer, Bayern ist keineswegs vorne, was die finanzielle Unterlegung dieser Kulturdinge wie Kunst, wie Musik in den Grundschulen, in der Ausbildung und so weiter angeht, bei den Musikschulen. Und hier müsste man einiges tun. Das ist wahrscheinlich dort, wo wirklich die Schweren abzubauen sind. Jetzt nicht rein beim Nachfrage, beim letztendlichen Endeffekt.